Jetzt ist alles weg. So. Ja, natürlich läuft noch nicht alles so, wie es soll. So, aber jetzt kann ich hier... Hey, sag mal so, die ganz großen Twitch-Streamer und so, die haben ja für Gaming ein bis drei Bildschirme und den Rest dann, ne, einen separaten Bildschirm, wo nur der Chat drauf läuft. Ich weiß, den Chat sehe ich jetzt wie gesagt nicht. Das ist bei ATS und ETS halt eben so. Da habe ich keine Chance, aber wie gesagt, ich fahre da. Ich hatte es noch an. Ja, dafür höre ich mich aber, dafür sehe ich lieber selber gerne die auf den drei Bildschirmen, das ist dann halt eben einfach so. So hochprofessionell ist das dann noch nicht. Bin mal gespannt, ob mal irgendwann einer schreibt, er will mitfahren. Aber abwarten. Da draußen gibt es ein paar Leute, die das auf jeden Fall machen. Garantiert. Irgendwann. Ich freue mich jedenfalls drauf, wenn mal einer mitfährt. Also im Leben. Ich freue mich auch darauf, wenn Zuckel das nächste Mal wieder mitfährt. So, ich bin im Konvoi. Wir stehen ja wahrscheinlich noch. Warst du schon weitergefahren oder stehen wir noch da? Sind wir schon. So weit haben wir noch gar nicht geguckt. Ich schau mal eben, was wir hier unten in Evanston Schönes haben, nachdem wir schon nur noch 4 Städte offen haben. Alle anderen sind wir schon durchgefahren. Na, müssen wir gucken, dass wir in die anderen Städte noch reinkommen. Bei mir zum Beispiel, ich sehe, dass du ja da unten noch was hast. Bei mir ist das, sind es nur noch 3 Städte. Einmal Jackson, Beverton und Gillette. Es sind ja eh die Truck, die World of Trucks Aufträge. Ich fange mal hinten an. Ich kann von nach vorne durch. Ich muss ja gucken, wann Wyoming irgendwo steht, ne? Ja. Also ich hatte eine Auffracht von hier aus direkt nach Gillette. Ja, genau. Die habe ich auch Autos fahren, ne? Genau. Ja, dann nehmen wir die, oder? Habe ich gerade eben angenommen, ja. Das ist nämlich Gillette. Andere Seite, da waren wir aber auch noch nicht. Und wir fahren wahrscheinlich wieder um den Yellowstone Nationalpark herum. So einen Autohänger hatte ich noch gar nicht. Ja, ich auch nicht. Ach siehste, ich wollte doch nach dem Links gucken. Lass uns loslegen. Nach dem Tieranhänger. Ja. So, jetzt fahre ich einmal um dich rum und jetzt kannst du fahren. Vier Achsen. Da kann ich mit meinen 3 nicht mithalten. Knall hat die Stoppstraße überfahren. Ich habe alles gesehen. Ich bin reingerollt. In Deutschland kriegst du dafür Punkte. Demnächst rechts abbiegen. Zum Glück fahren wir nicht in Deutschland. Ja, Stoppstraße ist wie rote Ampel. Aber die zählen in Amerika auch nicht so viel, wie wir wissen. Ja, selbst eine rote Ampel ist den scheißegal. Bitte links halten. Bin ja mal gespannt, wann sie mal irgendwann bei hier Sebastian ein bisschen weiterkommen. Hab's halt ein kleines Minis-Update. 1 KB war das. Ja, also wenn sie mal ernsthaft weiterkommen. Nein, was das meinst. Ich sollte mich mal rollen lassen und kein Gas geben. Gerade gemerkt, dass ich so 9 km/h in der Stadt drüber war. Sammel du mal schön die Bußgelder, dann brauche ich nicht. Noch nichts bekommen. Okay, so ein weißes Auto hat gerade angehalten und lässt mich durch aus der Stoppstraße hier. Ja, wenn man lang genug wartet, habe ich durchgelassen, er hätte gerade ausfahren können, dann, wenn man lang genug wartet, sind die NPCs auch nett. Schweinepriester. Ah, wen hast du gerammt? Gar nicht, ich musste ausweichen. Der ist einfach an der Ampel. Da war es noch grün, stehen geblieben.
fängt an, bei Gelb wieder zu fahren und ich war so schnell, dass ich ausweichen musste. Gott sei Dank war links nichts von mir, konnte ich noch drüber, ne? War ja eine zweispurige Straße, aber, ne? Das Auto war unter Arsch. Na, das sieht jetzt keiner hoffentlich. Soll einer auch mal wissen, dass die Tankstelle für LKWs schon wieder ein daneben ist. Ich bin gerade über die Zwischenabsperrung drüber gefahren, aber mir ist gerade eingefallen, ich habe ja kaum noch Sprit im Tank. Bin ja gestern so gerade eben hier noch angekommen. Da waren ja nur 100, 200 Meilen. Ja, heute habe ich das Gefühl, dass der Verkehr verarscht einen. Vielleicht haben sie es endlich gefixt, aber trotzdem ist das schon hart. Dafür war dann auf einmal so ein Geländewagen weißer, auf einmal rückwärts. Oha. Ja, wie du siehst, ich bin noch nicht weit gekommen. Nö, ich bin ja auch gerade beim Tanken stehen geblieben. Oh, ich habe geguckt, es ist frei. Darf man hier überhaupt über die ganzen durchgezogenen Linien fahren? Naja. Wenn du rausfährst, gilt das ein bisschen anders. Naja, ist in Deutschland auch nicht so durchgezogene Linie ist durchgezogene Linie. Aber egal. Da war kein Schild, dass man nur links abbiegen oder rechts abbiegen darf. Genau. Oder wenn das, wie gesagt, eine Einfahrt ist, wo du rausfahren musst, dann zählt in dem Moment die durchgezogene Linie nicht, weil du musst ja irgendwie runter. Ich habe erstmal... Du hast vergessen, die Tankkosten manuell einzutragen. Dies kann zu Strafzahlungen führen. Ja, das macht SpeedV. Die können mich mal mit ihren Strafzahlungen echt... Die sollen ihr Programm zum Laufen kriegen. Oh, heute ist es blau. Oh, hier fährt gerade einer rückwärts. Ja, habe ich da auch gehabt. Ja, das Problem. Jetzt fährt er dem. Jetzt ist er dem reingefahren. Jetzt haben wir einen Unfall hier. Aber er ist nicht mir reingefahren, er ist dem Auto vor mir in die Seite reingefahren. Ja. Ich weiß schon, was du meintest. Dann fahr. Ja, und der nächste fährt auch sofort. Ich habe jetzt mal vorsichtshalber zwei Autos durchgelassen. Ich habe eh was getrunken, die Ampel ist von rot. Aber bevor die mir reinkacheln, lasse ich lieber wegfahren. Ja, weil es einspurig wird und die NPCs nehmen sich einfach die Vorfahrt. Ja gut, ist auch schwer zu programmieren, kann ich mir vorstellen. Auf der einen Seite musst du die NPCs zwingen zu fahren, wenn sie irgendwann zu lange an einer Stelle stehen, weil sie dann davon ausgehen, es ist ein Stau, die müssen auflösen. Auf der anderen Seite ist das ja der reguläre Verkehr und dann matchen sie den weg. Ist scheiße zu programmieren, gebe ich zu. Immer geradeaus. Andererseits sind das ja Profis und keine Amateure, ne? Wenn du auf den Hof fährst, gleich. Mhm. Fahr nicht dann links oder rechts, fahr geradeaus erstmal durch. Und dann bleiben sie immer geradeaus. So kommst du nicht an den Hänger dran, wenn er da hinten stehen sollte. Immer geradeaus. Weil ich stand vor der Schranke und kam dann nicht am Hänger dran. Oha. Ja, es ist komplizierter geworden mit den Waren abholen. Bitte links halten. Wir sind fertig. Oha. Da hast du aber dicke Autos drauf. Ja, geil, ne? Pickups, geil. Ja, Pickup SUV. Mhm. Aber dann auch da in der Ecke, ne? Ja, ja, der steht auch da, um die Ecke. Gar nichts, ja, wir fahren über die Spiegel rückwärts. Das sieht jetzt im Stream natürlich dann scheiße aus, weil man die Spiegel nicht sieht.
fertig zum Losfahren. Alles gut. Dein Gehupe hört man. Ich denke immer wieder, dass ein Güterzug hinter mir. Genau, klingt ja auch wie ein Güterzug. Und dann links abbiegen. Allein das ist schon Grund, den LKW zu behalten, weil der so eine geile Hupe hat. Biege nach links ab. The best from our fields? Buschel, ah, alles klar. Wie, ich habe einen neuen Aussichtspunkt erreicht. Wo war der denn jetzt schon wieder? Du gerade ausgefahren wärst Richtung Rollmarktgelände. Ich verpasse die ganzen Aussichtspunkte. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Es wird ja wieder dunkel. Eben im Moment. Rechts halten. Und dann ich glaube, ich muss mal irgendwann alleine Sightseeing-Tour hier hinmachen, nur um die Aussichtspunkte zu holen. Da wird doch bei dir ganz einfach ablaufen. Importen, aktivieren. Ja, Schnellreise geht doch auch mittlerweile. Das Port meinte ich nicht. Ich möchte nur mal erwähnen, damit das jetzt nicht falsch hier rüberkommt, dass ich mir meine Punkte alle selber erfahren habe, außer einen einzigen. Oh, alles klar. Den einen gebe ich zu. Ja, die anderen habe ich alle erfahren. Colorado, weißt du, wo du diese Straße fährst und wo du dann ganz runter musst, neben der Autobahn, wo du nicht hinkommst, weil du erstmal 100 Meilen oder 200 Meilen die Strecke dann zurückfahren musst? Ja, klar. Da habe ich mich hingesetzt, das gebe ich ja zu. Ja, alles klar. Da wollte ich einfach mal wissen, was da unten ist. Und dann war da auch noch ein Aussichtspunkt, den hast du ja von oben nicht gesehen. Links halten und dann links abbiegen. Wie gesagt, also das Porten habe ich eigentlich so gut wie nie benutzt. Es sei denn, dass man mal wirklich zu euch muss, zu einer Stelle, wo es so gar nicht ging, bevor ich dann Truckers MP angemacht habe oder sowas, ne? Aber ich habe ja das Mod-Tool nur ja aktiviert, damit ich aus dem LKW aussteigen kann und damit man mal auch so tun kann, als ob man um den LKW rumgeht oder sich mal was anguckt, wenn man mal was von außen zeigen möchte. Ja. Und es ist schon wieder Nacht. Ich habe ein Déjà-vu, das ist wie gestern. Wyoming bei Nacht. Dieses wunderschöne neue DLC und man sieht nichts, weil es dunkel ist. Und dann kommt garantiert gleich wieder Regen mit Nebel. Ja, dann liegt das aber daran, weil Zuckel gefurzt hat. Ich dachte, Andi ist die Furzmaschine. Andi ist erst der Röpser. Das ist eins der Schlimmer wie das andere. Richtig. Beim Andi ist einfach nur das Schlimme. Er riecht oben genauso wie unten. Dann muss ich im nächsten Mal diesen Spruch sagen, du stinkst wie eine Kuh aus dem Arsch. Oh. Das ist so der Spruch, du stinkst aus dem Mund wie eine Kuh aus dem Arsch. Ja, richtig. Und dann kannst du noch einen draufsetzen, du hast 32 gesunde Zähne, aber alle oben. Oh. Pferdegewiss, ne? Das ist schon hart. Ja.
Karte größer? Da hinten sehe ich dich sogar. Oh nein, er sieht mich. Schnell Gas geben. Ich kann die Karte noch zweimal rauszoomen. So viel Gas kannst du gar nicht geben. Ach du Scheiße. Ich fahre sowieso maximal gerade 65, mehr geht nicht. Genau. Hört mich aber nicht. Ist angenehm, wenn man baut dadurch weniger Unfälle auch. Was denn? Das mit den 65, ja. Ja, richtig. Ja, das hier geht ja vielleicht noch, aber wenn du dann auch noch so eine Schwerfracht hast oder diesen ultralangen Hänger, dann wird's echt schwierig mit dem Bremsen. Richtig. Das ist echt... Ich sag nur Zuckel, ne? Kurve. Ich glaube nicht zu Werkstattbauten. Wobei, ich gucke mir hier gerade so schön die Landschaft an, was so neu ist, und bin schon wieder versehentlich auf die Mitte der Straße gekommen. Was ich bei Zucker immer nur so ganz krass finde, ist, er hat eine World of Trucks Aufgabe und macht einen Unfall und portet sich zurück. Und dann wundert er sich, wo ist denn meine Fracht? Hier, die ist nicht mehr da. Ja, also was mich immer wundert, der fährt ja echt die ganze Fracht konstant, vernünftig, ruhig. Und dann wieder ganz am Ende erster sein und dann baut er einen Crash. Ich habe das noch nie, das ist auch so. Du kannst dann mit dem 1000 Meilen fahren, der bleibt 1000 Meilen hinter dir, aber 50 Meilen oder 100 Meilen vom Ziel, da will er erster sein. Und es ist kein Rennspiel. Ich meine, ihr könnt alle vorfahren, dann kann ich wenigstens eure Unfälle filmen. Ist gar kein Problem, machen wir gerne. Was Zuckel nicht versteht, dann ist er vorne und er macht dann auch mehr Unfälle. Bitte links halten. Ich sag immer, die meisten Autorennfahrer, ne? Mit Druck kann man halt nicht klar gehen. Ja, richtig. Außerdem immer rasen lassen. Es geht erst weiter, wenn das ganze Team angekommen ist. Richtig. Nützt ja auch nichts. Deswegen, wo ich dann wusste, na gut, ihr wart langsamer durch die ganzen Baustellen und sonst was, was der Verkehr da verursacht hat. Habe ich dann das genutzt, habe rückwärts eingeparkt, habe mir ein paar Bonuserfahrungen geholt und habe gewartet. Ganz einfach. Das ist ja eigentlich auch relativ entspannt. Wir wissen ja, wer hinten fährt, beschleunigt später. Du kriegst viel mehr Baustellen oder viel mehr Staus an der Stelle. Eigentlich ist es ja sogar interessanter, weil du viel mehr mit dem Verkehr interagieren musst und quasi viel mehr so das Echt-Feeling dadurch hast, weil die Straßen sind nun mal auch rappelvoll in der Realität, ne? Ja, klar, natürlich. Oh Gott, eine Baustelle. Oh, die andere Straßenseite kommt zu meiner rüber. Das ist gut. Ist ein LKW stand da. Klang so nach. Ja, der hat dann vielleicht die Straße dazu gemacht. Ja, oder die haben dann Nachtarbeiten gemacht. Naja. Ja, an der Straße fahren wir gerade schon wieder vorbei. Boah, scheiße, auf das Chatfenster achten und... Auf ein Chatfenster ist nichts. Nein, gerade ich hab... ja, ich hab gerade was gefunden, deswegen habe ich ja fast ein Buch gebaut. Weil ich gerade lese, was man da so schreiben kann. Alles Mögliche. Ich hab die Schnellschreibbefehle gefunden. Und dann, wenn nächste Mal Andi mitfährt,
Netter Auflieger. Da muss eigentlich stehen, netter Arsch. Das habe ich damit gemeint. Ach ja. Aber auf drei Bildschirmen, das ist so weit links außen, du hast keine Kontrolle mehr über die Straße. Du siehst, also da merkst du auch, was so Handys am Steuer und sowas anrichten können. Du siehst nichts. Ja. Du bist einfach abgelenkt und wenn da wirklich was kommt, du achtest in dem Moment nicht drauf. Gut, es ist vielleicht einfacher in der Realität, das Auto auf der Straße zu halten, aber lass mal ein Kind rüberlaufen oder irgendwas. Du siehst es nicht. Nein. Ja, manche Leute sehen auch, wenn sie nichts in der Hand haben, sehen sie nichts und fahren trotzdem ein Kind platt. Da denke ich mir auch nur, warum haben sie überhaupt einen Führerschein gemacht? Ja, die Ausfahrt rechts. Fehler machen alle Seiten, ne? Und du kannst dich alles vermeiden. Aber man kann das Risiko minimieren. Links abbiegen. Richtig. Aber wie gesagt, manche fahren auch Auto und kriegen trotzdem nichts mit, weil sie mit Scheuklappen fahren. Ja gut, wenn du den Führerschein neu hast, hast du einen Tunnelblick, das ist so, ne? Ja, ich gehe aber auch jetzt nicht nur um Leute, die gerade neu sind. Es geht auch um Leute, die schon seit 30 Jahren den Führerschein haben und kapieren es immer noch nicht. Das ist wie überall. Es gibt gute und schlechte. Genau. Was ich an meinem Uropa ziemlich gut fand, ist, sobald er gemerkt hat, dass er mit dem Auto immer weiter mehr Richtung Mitte fuhr, also auf Richtung der Linien, die er sieht, ist er zum Straßenverkehrsamt hingefahren. Besser gesagt, hat sich hinbringen lassen und hat seinen Führerschein abgegeben. Ja, aber die Einsicht fehlt ja vielen, weil das ist ja so, wenn du einen Führerschein freiwillig abgibst oder merkst, du kannst es nicht mehr, da verlierst du ein großes Stück deiner Selbstständigkeit, ne? Ja, aber ehrlich gesagt, dann ist das halt so. Ja, das heißt, ich weiß. Bevor ne, das Leben vorbei ist. Ich weiß, aber es ist für viele dann halt eben schwierig, weil, guck mal, gerade bei uns so hier auf dem Dorf, du kommst ja nirgendwo mehr hin, du hast ja absolut verloren. Ja, klar. Der Bus fährt alle zwei Stunden. Und jetzt überleg mal, dann bist du 70, 80 und dann sollst du mit dem Bus die 5 Kilometer runter ins Dorf fahren, weil da die drei Supermärkte sind und du musst deinen Einkauf ja auch wieder hier hochkriegen. Ja, klar. Oh, da ist aber die Tankstelle steht aber vor dem interessanten Felsen hier. Das sieht mal richtig geil aus. Ja, Endeffekt ist, auch wenn in der Stadt eigentlich gut der Verkehr mit öffentlichen Mitteln gegeben ist, ist aber Richtung Land alles noch kaputt und das darf nicht sein. Links halten und dann ja, links. Sie haben ja jetzt so ein Ringservice. Du kannst ja jetzt im Laden anrufen und sagen, das und das brauche ich und dann bringen sie das. Aber da bezahlst du, logisch, da bezahlst du natürlich extra, aber immerhin hast du die Möglichkeit. Und ansonsten... Ansonsten müssten die Leute sich ein Taxi nehmen, würde auch Geld kosten. Betreutes Wohnen bleibt dir noch? Ja, manche wollen ja alleine wohnen bleiben, solange wie sie es können. Gut, dann haben sie halt kein Auto und dann gibt's halt die Möglichkeit mit dem Bring-Service. Ist für die immer noch billiger, wenn man, ne, statt sich ein Taxi zu holen. Ein Taxi ist teuer. Ja. Ja, aber wie gesagt, dann viele haben dann auch kein Geld mehr, so wirklich. Du lebst dann Fall auf knapp und dann wird's schwierig. Ja. Und im Alter setzt der Geiz bei vielen ein. Das ist auch irgendwie so ein bloß nichts ausgeben. Ja, das hat mein Schwiegerpapa ja manchmal auch. Warum habt ihr denn das Sofa mit liefern lassen? Hättet ihr doch ein paar Euro sparen können. Ja, richtig, aber die bauen das Alte ab, die nehmen das Alte wieder mit, die bauen das Neue komplett auf. Wir haben damit nichts zu tun. Und wenn was kaputt geht beim Aufbauen, haften die noch dafür. Ja. Ne? Kannst du sagen, hier haben wir gesehen, da habt ihr was kaputt gemacht beim Aufbauen. So. Oder sind an der Wand geschraubt, die Wand ist kaputt. Ja, aber das sind, guckt ihr beim Aufbau der Küche, da haben sie ja das Brett über den Boden geschoben, da haben sie ja den Teppich kaputt gerissen, den PVC-Boden. Ja. Und dann haben sie noch eine Schraube schräg hoch, der kam dann, da ging die Platte hoch, dann hat er dann noch gesagt, ist nicht schlimm, versiegel ich ein bisschen, können wir ja so lassen. Dann haben wir gesagt, nee, die Platte muss ausgetauscht werden, dann Wasser reinläuft, das quillt und die Versiegelung geht auch irgendwann weg. Richtig. Ja, hat er schräg geschraubt statt gerade. Und dann hat er zur Krönung noch, dann hat er uns Löcher reingebaut für die Steckdosen und hat die Platte falsch angehalten, dann waren die Steckdosen alle auf der falschen Höhe. Na. Dann musste die Arbeitsplatte auch noch ausgetauscht werden. Also das war schon bitter. Ja gut, aber im zweiten Anlauf war dann alles gut. Dann ist es etwas. Dann haben wir gesagt, wenn die Profis es schon nicht geregelt kriegen, was soll ich mich damit quälen, ne? Richtig.
immer gerade. Aber meistens kriegt man es selbst besser hin. Ja, nicht immer. Ja, das ist klar. Irgendwo hat immer jeder seine DCV. Seine kleinen Probleme, sagen wir es mal so. Ja. Auch wo sie das Bett gebracht haben, das ist teilmassiv Esche. Ne? Mhm. Das haben wir aufbauen lassen. Das hatten sie kostenlos mit drin, mit dem Kaufwerk, eine kostenlose Lieferung und Aufbau. Wo ich gesehen, die kamen mit 3 Leuten, die haben das Bett innerhalb kürzester Zeit zusammengeschraubt gehabt. Ich habe nur 3 Kreuze gemacht, dass ich da nichts machen musste. Klar geht das auch alleine, aber ist auch mal schön, wenn wir anderes machen. Wie gesagt, das Sofa hier komplett abbauen, das um. Und das andere hin? Also wenn sie das mit Lieferung anbieten, gut investiert. Dann bezahlt man halt ein paar Euro. Was denn? Wieso komme ich in den Genuss, das Sofa abzubauen? Hä? Ja, ja, um dahinter aufzuräumen, das ist was anderes, aber die nehmen es mit, also die nehmen es komplett auseinander. Im schlimmsten Fall gibt es einfach die Kettensäge, wird durchgeschnitten, fertig. Sie haben es ja auch hier reingekriegt, ne? Ja. Und mal abgesehen davon, wir sind auch keine Möbelpacker. Ich will das nicht durch unser Treppenhaus und durch die ganzen Türen hier durchbuxieren. Die einfachste Möglichkeit, wenn ein Balkon da gewesen wäre und, ne? Einfach aber raus, fertig. Ich kann dir sagen, wie es früher gemacht haben, weil das Zimmer so verwinkelt gebaut ist. Nein, Fenster wäre nicht gegangen. Die haben das eine Etage höher auf den Dachboden getragen, haben den Dachboden aufgehoben. Nein. Oder? Ach so, ja, andersrum. Die haben das hier vor die Tür gestellt, haben die Decke aufgehoben und haben es dann durchgeschoben, nachdem die Decke nicht mehr im Weg war. Im Fachwerkhaus kannst du ja so einen Holzboden einfach hochheben, ne? Ja. Das würde sich aber heutzutage keiner die Mühe machen. Nö, das hat ja mein Schwiegerpapa selber gemacht. Rechts halten und dann bleiben sie immer geradeaus. Aber wie gesagt, das ist das Gleiche. Reifenwechsel tun wir ja auch selber machen am Auto, ne? Weil da kann man ja ein paar Euro sparen. Und dann hat mein Schwiegerpapa irgendwie so ein komisches Rösern am Auto gehabt, an den Reifen und so. Und dann hat er das nachgucken lassen. Haben sie festgestellt, dass er 2 Schrauben vergessen hat anzuziehen. Ach du Scheiße. Ja. Da hätte ja sonst was passieren können. Ja. Aber immerhin, seitdem haben wir auch einen Drehmomentschlüssel. Dass man die richtig anzieht, ne? Und nicht zu viel oder zu wenig. Ja. Oh, da vorne zuckelt einer rum bei dem Autogeschäft. Komisches, großes Mannequin. Oh, ein Zuckel? Ja, der zuckelt da so rum. Vielleicht ein Verwandter, den er noch nicht kennt. Eine rote Ampel nach der anderen gerade. Links halten und dann so weit bin ich noch gar nicht. Biege nach links ab. Ah, was schöne Oldtimer fahren mittlerweile hier rum. Finde ich schön, dass ab und zu auch alte Autos reingebracht worden sind. Ja, und hier im Geschäft ist ein Schild. Kann man beim Dreh nicht sehen, aber bei mir, ich kann es lesen, Play Lottery.
Spiele Lotto, jawohl. Was kann ich denn gewinnen? Nur ein LKW? Kommt, ein Zuckel. Da würde ich freiwillig auf den Gewinn sogar verzichten. Also, du kriegst einen sehr zuverlässigen Fahrer. Ja, der ist halt pünktlich und sonst was, aber... Zuverlässig da drin die... Ja genau, zuverlässig da drin die LKWs zu beschädigen. Frachten abzuhängen, um durch die Gegend zu fahren. Obwohl, das hat er jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Den Hänger abhängen und dann irgendwo durch die Gegend fahren und gucken. Ja, weil wir eben mit ihm gemeckert haben. Ja, weil die Aufträge... Das geht nicht. Dadurch auch kaputt gehen. Ich meine, ich stelle ja auch immer so mitten auf der Straße den LKW, den Hänger ab, um so ein paar Straßen zu erkunden und hole den Hänger dann zurück. Ja, könnte natürlich gar nicht. Also, wird das geht nicht, auch nicht. Wird das nicht in der Realität so gemacht, damit dann Nein. der Fahrer jede Einfahrt checkt? Nein. Ist nicht seine Aufgabe. Überlegen wir mal, was passiert denn, wenn dann so bei BASF, Bayer, Siemens einfach mal reinfährst und sagst, ja, fehlt mir noch auf meinem Navi, ich wollte mal das Betriebsgelände kategorisieren. Ich glaube, da kriegst du eine Anzeige. Unbefugten Zutritt und sonst hat alles. Mhm. Das könnte teuer werden. Und dein Chef wird dir das danken, weil der wird dich freiwillig, glaube ich, kündigen. Wird erst heikel, wenn du in eine Kaserne versuchst, einfach reinzufahren. Da wird gar nicht lange gefackelt, da wird sofort mit einem Panzer drauf geschossen. Links halten und dann links abbiegen. In anderen Ländern könnte das passieren. Biege nach links ja. ab. Bei uns aber auch, wenn du da mit einem LKW einfach so auf dem Gelände gefahren kommst, du bist da vorne das Ding durch. Ich glaube, da wirst du sofort weggeballert, da wird gar nicht gefragt. Ich sag's ja, irgendein Offizier, der, haben sie erzählt, der hatte die Aufgabe, Schumacher-Bier zu besorgen. Und was er aber nicht wusste, es gab in Düsseldorf wirklich so eine Brauerei Schumacher angeblich, oder irgendwo in der Ecke jedenfalls. Ja. Und dann musste er das von der Feuerwehr liefern lassen, da hat er auch noch Bekannte gehabt. Dann hat die Feuerwehr sich aber einen Spaß gemacht und hat das mit Blaulicht zur Kaserne gebracht. Natürlich hat der Torposten vorne einfach die Schranken hochgerissen, hat dem Motto, wenn die Feuerwehr kommt, dann brennt es irgendwo in der Kaserne. Hat die Feuerwehr reingelassen und hat den Kasernenkommandanten informiert, aus dem Bett geklingelt quasi. Der kam dann auch angerückt. Die Feuerwehr kam nicht raus, es kam kein Rauch und nichts. Und dann haben sie mal nachgeforscht und dann haben sie betrunkene Feuerwehrleute und betrunkene Unteroffiziere im Unteroffizierskeller gefunden. Die hatten ein rauschendes Fest gefeiert. Ach du Scheiße. Es gab Anschiss. Das war natürlich nicht gut. Nein, das hat richtig eine Sprengung gegeben anschließend. Ja, wenn viele Leute ihren Job verloren haben. Bei der Bundeswehr so wie bei der Feuerwehr. Ja, oder du kriegst zumindest eine Abmahnung, Disziplinarverfahren. Bei der Feuerwehr also, ist sofort Kündigung, fliegst du raus. Bei der Feuerwehr ja. Betrunken im Dienst kannst du dir knicken. Also das zieht große Wellen. Bei der Bundeswehr ist das normalerweise eigentlich auch heutzutage auf jeden Fall. Ja, aber überleg mal, das ist ein paar Jahre her. Ich war... Ende der 90er Jahre bei der Bundeswehr, ne? Ja, okay. Ja, andere Jahre, andere Sitten noch, ne? Genau, 98, 99 und von daraus, das ist ein paar Jahre her. Ich sag nur Maurer auf dem Bau, ne? Obwohl... Da hat man keine Wasserwagen gehabt. Nö. Die Bierkohle tut's ja auch. Du hast auch einen Kühlschrank fürs Bier gehabt. Ja. Feierabendbier, Mittagsbier, Frühstückspausenbier. Ja, und wenn du was... Oh, der Schild habe ich nicht gesehen, das habe ich wohl mitgenommen. Also mittlerweile sehe ich dich noch nicht mal mehr auf der allgemeinen Fahrt. Jetzt müsste ich noch ein drittes Mal vergrößern, das schenke ich mir aber. Ich habe gerade das Schild da mitgenommen beim Fahren, ich habe das jetzt gar nicht gesehen, das kam so gefährlich nah und ich... Mhm. Ja, 3% Schaden, ne? Schön. Egal. Ist halt so. Ja, nee, damals war das ja bei Maurer auch so, dass du, ne, wenn du nicht nur mittags, morgens und abends ein Bier hattest,
Ja, dann gab es noch zwischendurch, ne? Also ja, wenn du eine Wasserwaage brauchtest zum Wiegen, dann wurde die Bierpulle halb leer getrunken, hingelegt und fertig. Und die leeren Bierflaschen waren alle mit in der Wand eingebaut. Da gibt's schon ein paar lustige Sachen. Ja, ja, ja. Aber ich hab's aber wirklich erlebt, dass einer meiner Unteroffiziere, also der war dann bei uns in der Einheit, den hatten sie dahin strafversetzt, weiß ich nicht, aber zur Beobachtung versetzt. Da gab's Vorfälle in der Ausbildungskompanie, sagen wir es mal so. Und für die Ausbildungskompanie war er nicht mehr geeignet. Und dann war er bei uns. Und es lief aber noch ein Disziplinarverfahren und alles. Und bei uns in der Einheit war er dann so übergangsweise. Und er erzählte dann so, was sie da so gemacht hätten und so. Und das ging gar nicht. Also der hatte auch total falsche Ansätze. Und nachher ist wohl rausgekommen, also er hat das so dargestellt, sie übertreiben das so ein bisschen, sie hätten dann halt eben die Rekruten, doppelt zu stimmen. Die Rekruten Liegestütze machen lassen und hätten ihnen dann so alte Socken oder alte Unterhosen vorne untergelegt, damit sie nicht so weit runterkommen, ne? Gebrauchte natürlich. Ja, das war seine Variante. Bei diesem Untersuchungsausschuss ist dann mehr oder weniger rausgekommen, dass sie wohl über dem offenen Klappmesser die Liegestütze gemacht haben. Nicht jetzt wirklich. Mhm. Der ist unehrenhaft entlassen worden auf alle Fälle. Und da musst du schon verdammt viel für... Wieder rein. Nein. Du verlierst dann deine Übergangsgebührnisansprüche, du verlierst deine Dienstbezüge und alles. Du kannst deine Sachen packen und bist raus, als ob du nie bei der Armee gewesen wärst. Aber wie gesagt, und da musst du es aber schon verdammt weit bringen. Da waren doch so ein paar wilde Sachen, was sie mit denen gemacht haben, mit den Jungs, ne? Und da fragst du dich aber immer, was ist da falsch gelaufen, ne? Ja, in den heutigen Tagen, wenn einer das machen würde, der würde nicht nur unehrenhaft entlassen worden, der wird verklagt auf alles. Ja gut, das haben sie wahrscheinlich auch noch. Die werden dann auch, wird auch was gelaufen sein. Aber die waren so alles so komische Leute. Ich hatte einen, der wollte sich unbedingt dauerhaft verpflichten. Und der hat sogar sein Messer, sein Taschenmesser abgegeben. Nee, gar nicht, war andersrum. Der wollte sich ja verpflichten. Er hat sich für die Feldwebellaufbahn beworben. So, weil er festgestellt hat, beim Bund kannst du ja richtig gut Kohle verdienen. Und dann gleich am Anfang fest verpflichten für 4, 8, 12 Jahre, was auch immer. Dann richtig schönes Einkommen. Und dann läuft ja so eine Überprüfung. Und dann, der war den ersten Tag, also da waren schon 2, 3 Briefe gekommen, bevor der überhaupt an der Kaserne war. Am ersten Tag kamen 2, 3 Briefe, also der hatte Schulden im mindestens 5-stelligen Bereich, vielleicht auch 6-stellig. Und dann kannst du dich nicht fest verpflichten, weil du bist ja bestechlich, wenn du so hohe Schulden hast. Der wollte sich entschulden darüber, ne? Ja, und nachdem dann seine Verpflichtung abgelehnt war, hat er einen Antrag auf Kriegsverweigerung gestellt, weil ihm wäre das durch dieses ganze Bewerbungsverfahren erst so bewusst geworden, sein Opa ist ja im Krieg gestorben und er kann das alles nicht mehr und das ist zu viel. Und dann hat er ihm sofort sein Taschenmesser übergeben und gesagt, das ist ja auch eine Waffe, ich kann keinerlei Waffen mehr tragen. Und dann hat er seinen Klappspaten abgegeben und gesagt, mit dem Klappspaten könnte er ja auch einen über die Rübe ziehen. Er braucht natürlich also nichts damit machen. Gürtel. Ja. Der ist anerkannt worden nachher, ne? Kriegsdienstverweigerer. Und dann war er jedenfalls weg. Und dann hatten wir noch einen zweiten. Und das war der totale, das war echt ein Turmbeutelverlierer, wie er im Buche steht. Der hat die Grundausbildung gemacht. Ja. Ist dann in die Kompanieführung bei uns gekommen. Hat einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung gestellt. Ist anerkannt worden. Hat im Zivildienst festgestellt, Zivildienst ist richtig scheiße, hat einen Antrag auf Wiederaufnahme in die Bundeswehr gestellt und hat ein zweites Mal die Grundausbildung gemacht. Zwar, wie armselig ist das denn? Ich verweigere den Kriegsdienst, weil ich meine, ich kann mit einer Waffe nicht umgehen, dann stelle ich fest, Zivildienst ist noch härter oder das liegt mir noch weniger, ich gehe doch lieber wieder zur Armee. Sag mal, wie armselig ist das denn? Ja, was will man machen? Helle war der nicht. Nee. Der hätte auf beides verweigern müssen. Ja, aber Totalverweigerung ist strafbar, ne? Damals jedenfalls. Ja, damals war das ja Pflicht. Gott sei Dank ist das jetzt nicht mehr. Die wollen das ja wieder einführen. Aber ja, dann wäre damit Gleichberechtigung für dich. Fragen wir dazu. Weil sie dann, ja, die hatten wir damals schon dabei. Wir durften nicht sagen, ich bin auf der Flucht.
Nee, aber Frauen da haben ja damals keine Pflicht gehabt. Die konnten selbst entscheiden. Nee, die waren freiwillig. Die waren, gefühlt waren die da, um sich die Ärzte zu angeln und so. Nee, aber, ja. Also wir haben, du hattest als Frau damals auch nur drei Möglichkeiten. Sanitätsdienst, Heeresmusikchor oder da war noch irgendwas mit Innendienst jedenfalls. Ich glaube Verwaltung oder sowas. Aber nichts Aktives, ne? Und wie gesagt, wir hatten so eine Unteroffizierin, die hieß mit Nachnamen Flucht und da war echt der Spruch verboten, ich bin auf der Flucht oder sowas, das war fast unter Todesstrafe verboten. Da ging das Theater los, du brauchtest ja auf einmal auch Duschen für Frauen. Das war ja, die Bundeswehr war ja nur auf Männer ausgelegt. Da musste einer vorne Schmiere stehen quasi, aufpassen, dass keiner die Toilettenräume betritt, wenn Madame duschen gehen wollte. Oh, und dann hast du da vorne aufgepasst, dass da keiner die Dusche betritt. Und dann steht die auf einmal in so einem Tanga und BH vor dir, kommt aus der Dusche und sagt so, ey, guck mal hier heute, ich bin ja über die Hindernisbahn. Guck mal, oh, geil, die ganzen blauen Flecken hier, die ganzen Beine voll mit blauen Flecken und so, ist doch geil. Und ich bin noch an der Salba mit und du stehst da nur sabber, sabber, sabber. Und dann hast du im Hinterkopf, was, wenn dich jetzt einer sieht, hast du, du kriegst noch eine Anzeige wegen sexueller Belästigung oder sonst irgendwas, ne? Und die war da total locker. Ja, aber die hat dich ja in Teufels Küche gebracht an der Stelle. Rechts halten. Ja, klar. Rechts halten. Ja, das war schon, ja, von meiner Arbeitskollegin, die Schwester ist freiwillig zur Bundeswehr gegangen. Rechts halten. Die sind Drillinge und die eine ist, hat's gepackt, die wollte unbedingt in den Militärdienst. Oha. Für mich wäre das nie was gewesen. Ne? Ich habe mein ganzes Leben nie ein Dings gehabt bis jetzt. Und dann war das ja so mit, glaube ich, das war das Jahr, wo sie dann die ganzen anderen jetzt nachziehen wollten, weil dann ja diese Pflicht weggefallen ist. Ne? Mhm. Da habe ich dann auch noch ein Schreiben erhalten. Und ja, ich war dann ja an den Tag und habe gesagt, weil ja im Schreiben drin war, haben sie Probleme, jemanden umzubringen, habe ich gesagt, ja, vor allem mein Vorgesetzten, der mir sagt, ich soll das und das machen. War vorbei. Ja. Warum stellen sie so eine Frage, haben sie Probleme, Menschen umzubringen? Und wenn man da ehrlich ist, ja. Ich habe damit kein Problem, durch die Feuerwehr habe ich einiges gesehen. Ne, aber sind sie selber schuld? Es war ja auch nur halbherzig noch. Aber, Wollte sowieso nicht. Ich bin ja sowieso T5 gemustert worden. Ja, wegen der Brille bin ich T2 gemustert worden. Ich hatte eigentlich mit etwas viel Schlechterem gerechnet, aber voll diensttauglich, nur Pilot und sowas nicht und die Sachen wegen Brille, ne? Links halten. Hat mich total irritiert. Höre ich hier gerade eine Eisenbahn? Biege nach links ab. Jo, Tatsache, die Schranken sind runter. Jetzt mache ich das anders. Ja, aber da mein Opa gesagt, das kannst du da bei der Bundeswehr nicht bringen, weil er mich an den Tag hingebracht hat und so, habe ich gesagt, hast doch gesehen, hab ich gebracht. Was können sie mir denn schon dafür? Mich einsperren können sie nicht. Ich habe den Zug zurück angehubt. Hat er dir eine Antwort drauf gegeben? Mhm. Na, ah, da ist die Einfahrt. Okay, deswegen habe ich sie nicht gefunden. Demnächst links abbiegen. Ja, ich habe mir das die Aufgabe gemacht, rückwärts einzuparken. Biege nach links ab. Herzlichen Glückwunsch. Demnächst links abbiegen. Aber so wie es bei Musterung halt ist, ne? Urinprobe und sowas alles abgeben, ne? Ja, wie gesagt, links ab. Ich hatte den Spaß, mit T2 gemustert zu sein, hat mich, wie gesagt, völlig irritiert, aber das war dann halt eben so. Hier endet ich habe bei der Bundeswehr nur nachgefragt, was wäre ich denn gemustert worden, wenn ich diesen Spruch nicht gebracht hätte. Da haben sie nur gesagt, hör, du wärst bei Scharfschützen oder sowas reingegangen. Ja, ich habe ja Glück, ausnahmsweise mal Glück gehabt. Ich war in der Fernmeldeeinheit, dann doch zur Krönung in der Stabsfernmelde
Kompanie, also wo du quasi für so einen General so den Funkwagen da aufgebaut hättest. Und dann hätte ich ursprünglich mal Kabelträger werden sollen in diesem Funkzug, also Kabel verlegen, weil sie ja meint, man muss was anderes machen wie im echten Beruf. Und dann ist so ein Schreiner, der hat aber gesagt, Bürojob und sowas ist nichts für ihn. Dann war helle Aufregung und der Kompanietruppführungssoldat da, der ist auch noch gewechselt, der Unteroffizier oder der Feldwebel, und dann war keiner mehr da, der das Büro ordentlich hätte machen können, und dann ist ganz schön umdisponiert worden, und dann bin ich auf einmal noch nicht mal im Geschäftszimmer, ich bin dann in der Kompanietruppführung gelandet dadurch. Oha. Ja gut, du hattest in dem Moment eigentlich eine gute Karriere. Ja, da habe ich mal ausnahmsweise ein klein wenig Glück gehabt. Das hat sich eigentlich auch in den ganzen Jahren nie geändert. Weil Scharfschütze oder so hätte ich schon gerne gemacht, aber zu der Zeit, ich war einfach nicht fit genug. Also Scharfschütze wäre nichts für mich gewesen. Ich hab zwar die alle Schießvoraussetzungen erfüllt irgendwie, aber ehrlich gesagt, ich habe nie gerne geschossen so an der Stelle. A, viel zu gefährlich, und B, ich habe mir da einfach nichts draus gemacht. Also ich habe... Und dann, das hatte sich dann ja auch relativ schnell rumgesprochen. Und dann, eigentlich muss ich die Geschichte anders erzählen. Es ging ja darum, dass ich in der Grundausbildung zum Ende hin mir so einen doppelten Bänderriss zugezogen hatte, ne? Oh. Und dann wollte mein, jedenfalls Wiedergutmachung und nicht so schlimm und blub. Und dann war so ein, das war wieder ausgehalten, dann war so ein Kompanielauf oder so ein Bataillonslauf, wo hätte einer von uns teilnehmen müssen. Und dann fing mein Hauptmann schon an hier, Gefreiter so und so. Was ist denn? Ja, ich wollte mich nur abmelden wegen dem Bataillonslauf. Und dann sagt er, ihr Fuß ist doch noch verletzt. Und dann sagt er, nein, Herr Hauptmann, Fuß ist wieder in Ordnung, ich kann wieder laufen, ne? Herr Gefreiter, ihr Fuß ist doch garantiert noch nicht in Ordnung. Haltung angenommen. Herr Hauptmann, ich wollte mich melden. Ich habe noch Schmerzen im Fuß, muss ich unbedingt an dem Lauf teilnehmen. Er sagt dann, nee, das kann ich ja überhaupt nicht verantworten. Wenn Sie da noch Schmerzen haben, schicken Sie mal den so und so, dann muss der damit zum Laufen gehen. Ich brauche Sie ganz dringend hier. Wir haben was vergessen zu antragen. Wir können sonst morgen nicht zum Schießen fahren. Wir müssen noch die ganzen Befehle und die Munitionsanforderungen schreiben. Das hat keine Ahnung außer dir, wie das geht. Oha. Ja. Okay, ja, wenn ein Hauptmann jetzt zwei oder dreimal was sagt, dann sollte man einfach seine Meinung ändern, ne? Ja, und dann waren wir im Feld, und das hat er dann nochmal gemacht, und beim dritten Mal, da waren wir in so einer Übung, und dann waren so, 25 oder 30 Kilometer Lauf angesetzt, bergauf und bergunter, und er wieder, hier, ihr Fuß ist doch noch hier nicht in Ordnung. Und dann sagte ich, Hauptmann, ja, ich weiß, ich sollte jetzt sagen, ist nicht in Ordnung, und wenn Sie mir das dreimal sagen, ich soll darauf reagieren, aber gesagt, in meiner Karriere in diesen 10 Monaten, ein von diesen Läufen möchte ich aber gerne mitmachen. Sagte er, ja, dann, wenn Sie unbedingt wollen und leiden wollen, dann kann ich Ihnen das nicht ersparen. Dann geben Sie mir mal Ihr Gewehr und Ihren Rucksack, ich passe eben auf, und dann holen Sie die anderen Sachen, und dann können Sie laufen. Und grinsen mich dabei aber schon so blöd an, ne? Ja, und ich dann komme zurück mit meinem Marschgepäck, und dann kommt der Zugführer von dem ersten Zug und sagt dann so hier, damals hat er noch einen anderen Namen, hier, Herr Hauptmann, was macht denn der Stevie da, warum hat der Marschgepäck dabei und die Klamotten? Sagt er, ja, der geht jetzt auf den Bataillonslauf mit, möchte er unbedingt, wollte ich mir ersparen. Sagt er, Herr Hauptmann, das geht nicht, ich brauche den jetzt zwingend, also der kann da nicht dran teilnehmen, ich habe was mit dem vor. Und dann grinst er mich schon wieder so blöd an und sagt, ja, Herr Gefreiter, Sie lassen, aber Sie hören es ja selber, der Herr Oberfeldwebel hat eine ganz dringende Aufgabe für Sie, jetzt geben Sie mir auch Ihre anderen Klamotten, ich passe da drauf auf, und dann gehen Sie mal mit dem Herrn Oberfeldwebel mit. So, ja, nach Motto wurde dir alles erspart. Ja, natürlich. Ich habe auch da Glück gehabt. Also einen Lauf habe ich wirklich mitgemacht. Ich war nachher tot gefühlt. Ja, worum ging's? Der hat mich da mitgenommen. Wir waren ja auf einer Übung. Das war das erste Mal, dass wir so Gefechtsschießen draußen gemacht haben. Die brauchten einen, der Schriftführer für diese ganzen Sorte ist, ein Munitionsausgeber. Ja, der durfte sich nicht verzählen, der musste die Munition in die ganzen Magazine drücken, und dann hattest du einen, der musste aber die Ergebnisse schreiben, und das Schlimme war, am Ende durfte keine einzige Patrone fehlen.
Boah, und da und du musstest, schon einen, der das auf jeden Fall kann. Und du musstest das als Schreiber hinkriegen, dass am Ende die Munitionsmenge, die noch da war, genau mit der Munitionsmenge, die im Buch stand, übereinstimmte. Und das war echt scheiße. Weil der Munitionsgeber braucht ja einmal nur statt 5 Schuss 10 Schuss rausgeben, dann hast du schon ein Problem bei der Endabrechnung. Ja, klar. Ich habe jedes Mal Rotz und Wasser geschwitzt. Es hatte was mit Buchführung zu tun und zu machen. Das konntest du. Ja, und der Oberfeld hat gesagt, er weiß ja, dass ich nicht gerne schieße und wenn ich Schriftführer machen würde, dann bräuchte ich eigentlich nie wieder schießen. Mein Job? Mhm. Und ich glaube, ich habe da im Regen und sonst wo gesessen und alles. Ich glaube, einmal unser Leutnant, der wollte einmal unbedingt, dass ich ein Gefechtsschießen mitmache. Da hat er gesagt, komm, geh eben raus. Er sagt, ich muss schießen. Ja, trägst du gleich nach. Ich passe auf, dass keiner mit der Schießkarte, darfst du eigentlich überhaupt nicht. Aber jedenfalls jetzt hier sofort ein Gefechtsschießen musst du mitmachen. Das musst du erlebt haben. Vom LKW runterspringen und dann in die Stellung und das ganze Geballere und einer vom LKW, der runterschießt mit MG. Ich war ja nicht eingewiesen. Ich habe nichts. Ich eierte da rum. Ich wusste, die waren schon alle in ihren Stellungen, die schossen. Ich eierte noch, ich wusste gar nicht, wo ich hin sollte. Mir hat ja auch keiner was gesagt. Und dann winkte meiner, komm mal her, leg dich mal hier hin, da klappen gleich die Scheiben raus. Sagt er, die 300 und 200 Meter sind schon durch, einfach draufhalten. Ich habe nichts gesehen. Ich habe also auf alles geschossen, egal was da irgendwie sich im Busch bewegt hat. Alles, was sich bewegt hat. Egal, drauf. Und dann irgendwann klopfte mir der, du hast ja nur 20 Schuss im Magazin bei dem G3, ne? Und dann klopfte mir der Ober, der Oberfeldwebel, der daneben mir stand, nur auf die Schulter und sagte, Stevie, ist in Ordnung. Kannst jetzt von Frieden wieder wegschalten. Der Feind zieht sich zurück. Du brauchst keine Feuerstöße mehr abgeben. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich hatte gar nicht auf Einzelschuss. Ich hatte direkt auf F, das war Feuerstoß. Oh. Ich glaube, ich habe nur die Heide gesiebt. Da echt. Null. Ich habe leider keine Fracht nach, Riverton oder nach Jackson, die kriege ich gerade nicht hin. Ja, kann sein. Eben hatte ich eine gehabt, aber mir wird nichts mehr angezeigt. Ich guck mal eben, externer Frachtmarkt, ne? Ja. Ja, wie gesagt, ich habe da schon lustige Sachen erlebt. Was war das, Jackson? Jackson, da hätte ich jetzt auch eins. Da hätte ich auch eine. Filetierte Tierfutter? Pelletiertes Tierfutter, ja. Ja, ja, komm dann. Ja, wie gesagt, aber man behält ja zum Glück nur die schönen Erlebnisse im Kopf, ne? Ja. Obwohl am Ende meiner Dienstzeit war ich ja Halbgott. Wie Halbgott? Fahrt vorsichtig. Ja, das kennst Zeus? Du. Nein. Oder Herkules. Du hast ja Dienstgrad. Du bist ja am Anfang, bist du ja nur Funker gewesen. Dann bist du, na, sag mal, dann wirst du Befreiter, Obergefreiter, Hauptgefreiter. Aber du kannst immer nach 3 Monaten frühestens befördert werden. Das heißt, nach der 3 Monate nach der Grundausbildung, wenn du die bestanden hast, dann bist du Gefreiter, ne? So, wenn du dich dann gut gemacht hast, kannst du frühestens nach 3 Monaten zum Obergefreiten aufsteigen, jedenfalls damals bei uns. So, und dann konntest du nach weiteren 3 Monaten allerfrühestens zum Hauptgefreiten. Aber Hauptgefreite konnte eh nicht jeder werden, weil du hattest nur eine gewisse Menge an Stellen. Du darfst nur so und so viele Leute befördern. Also die meisten bleiben Obergefreiten an der Stelle, ne? Ja. So, und da ich nur 10 Monate Dienstzeit habe, konnte ich ja frühestens nach 9 Monaten Hauptgefreiter werden. Das heißt, 1 Monat konntest du noch Hauptgefreiter werden. Über die Kompanieführung bin ich das dann auch wirklich nachher geworden. Ich habe auch noch eine Urkunde wegen besonderer Verdienste. Es hat aber was mit anderen Sachen zu tun, was da so alles neben dem Dienst noch parallel gelaufen ist, ne? Na, da wollte mich doch fast einer weggerammt. Biege nach links. Alter, wir haben mich. Hey! Ey, das ist. Was ist denn jetzt passiert? Hat schön gewackelt vor bei dir. Ja, ich bin stehen geblieben, weil das Auto da einfach geradeaus fuhr, statt rechts oder links abzubiegen. Ja. Und ich bin stehen geblieben und das Auto hat mich anscheinend, wie es an mir vorbeigefahren ist, nach hinten geschubst. Ja, der fährt auch gerade rückwärts. Wäre ich jetzt nicht rückwärts gefahren? Bin ich in das Auto reingedacht oder an dich? Weiß ich nicht. Also der hat so komisch gewackelt. Das sah aus, als ob der hier hinten reingefahren wäre. Also mir ist nichts passiert. Okay, gut. Oh. Ich bin noch ein Stück zurückgefahren und dadurch hat er Platz zum Arrangieren gehabt. Ja, nein, kurz grob gesagt, ich stand an der Ampel, bin stehen geblieben und bin da hinten auf einmal weggerollt. Ja. Biege nach rechts ab.
Also, um das mit dem Halbgott noch aufzuklären, da ich nach 9 Monaten für 1 Monat den Dienstrang Hauptgefreiter bekommen habe, Abkürzung HG, und HG steht ja für Halbgott. Ah, okay. Da haben wir uns einen Spaß rausgemacht. Immer geradeaus. Du glaubst gar nicht, wie oft ich da noch abends außerhalb meiner Dienstzeit gesessen habe und irgendwelche Vordrucke ausgefüllt habe, weil sie was vergessen haben. Ist natürlich kacke. Und dann hat mein Hauptmann hatte dann immer, sie haben das vergüten konnten sie das nicht, aber gut, sie haben dann die Überstundenzettel halt eben ausgefüllt, weil klar, du hast ja dann stundenlang da noch gesessen, ne? Ja, klar. War mir dann zwar egal. Ja, bei der Bundeswehr, du hattest ja eh diese 24-Stunden-Dienste, wenn du Wache hattest oder Unteroffizier vom Dienst. Und dann hattest du natürlich auch noch diese dämlichen, also 12-Stunden-Dienste, 16-Stunden-Dienste im Prinzip. Und da konntest du dir mal aushandeln lassen. Da gab es dann halt eben Tagegeld, was du dir aus der Zahlstelle extra halt eben holen konntest. Und dann habe ich natürlich alles mitgemacht. Dann kamen die echt an. Ob ich, ja, sie haben draußen ja noch so im Feldwind stehen, aber sie haben jetzt keine Leute mehr. Der eine ist krank, der hat sich auf die Krankenstation abgemeldet. Ob ich denn nicht als Ersatz mitfahren könnte? Sie braucht noch in der Tankbereitschaft, wegen der Tankbereitschaft, aber man muss immer mit zwei Leuten fahren. Ob ich nicht ausnahmsweise noch mitfahren könnte, obwohl ich ja schon Feierabend hätte. Ja, ich habe mich nochmal in den Frack geschmissen und bin nochmal mit meinem Kollegen rausgefahren. Ist ja auch mal ganz witzig, bei Nacht auf dem Feld mit so Bundeswehrautos durch die Gegend zu fahren, ne? Ja, klar. Aber ja, und so, solche Sachen halt eben, das sind halt eben, irgendwo dran musst du ja besondere Verdienste machen, die anderen waren alle weg oder haben zu Hause geschlafen, ich habe ja die ganze Woche in der Kaserne geschlafen, und wenn du dann natürlich deine viel von deiner Freizeit opferst, damit die der Rest der Truppe auch noch was machen kann, das zählt dann irgendwann als besondere Verdienste logischerweise, ne? Ja, nice, nice. Und ich weiß, wie gesagt, wenn der Hauptmann da stand, unser Kompaniechef, und sagte, ja, wir haben das und das vergessen, oder können, wir müssen noch mal was überarbeiten, wäre noch was eingefallen. Er sagt, ja, ich mach die Computer nochmal an, habe ich gesagt, aber nur unter einer Bedingung, ich ziehe mir jetzt nicht mehr das grüne Tarnfleckzeug an, ich komme jetzt einfach so, wie ich bin, mit meinem Trainingsanzug ziehe ich mir noch an von mir aus, aber ich komme privat und setze mich in den Dienstraum. Gesagt, jetzt umziehen tue ich mich jetzt nicht mehr dafür. Ich habe schon Feierabend. Ja, ist in Ordnung. Hauptsache, wir machen das. Da haben wir noch bis, ich weiß gar nicht, bis 11, 12, 1 ewig lange gesessen. Ich weiß nur, wir sind da fast im Rechnerraum eingeschlafen. Dann hatten wir für den nächsten Tag diese ganzen fehlenden Befehle und Anforderungen fertig. Oh. Ja, ergo facto hätten wir gar nicht fahren können zum Schießen an der Stelle, ne? Naja. Weil da hat einer gepennt und dann haben sie vergessen, die Sachen. Oder dann haben wir einmal da gesessen, dann ist ihnen Siebenteils eingefallen, wir müssen die Jungs zur Fahrschule anmelden, und hatten sich die Termine verschoben, dann musste alles umgeschrieben werden. Das war noch nicht wie früher. Du hattest eigentlich Vordrucke, die du per Hand ausfüllen musstest, und wir waren schon so weit, wir haben mit Word und sowas, mit Lineal wirklich alles genau ausgemessen und dann Vordrucke, quasi Schablonen entwickelt, dass wir in unsere Schreibmaschinenvordrucke quasi in den Drucker das passend einlegen konnten, dann konnte man das alles per Computer da reindrücken. Der Hauptmann hatte noch einen Privat-PC gespendet für die Einheit. Da hatte, oder seinen alten Computer, also eigentlich hattest du ja gar keine Computer oder nicht so moderne bei der Bundeswehr. Dadurch hatten wir noch etwas viel moderneres wie das, was wir eigentlich haben. Also sogar zwei Rechner. Und dann habe ich da echt, ich habe da tagelang gesessen und diese ganzen Vordrucke übertragen mit Lineal und sonst was. Nur damit wir halt eben das schneller machen konnten. Aber du musstest alles neu ausfüllen. Das hätten wir handschriftlich überhaupt nicht mehr geschafft. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Nein, und da ich aber die ganzen Dateien zum Glück gespeichert hatte, brauchten wir nur ein bisschen was austauschen. Gut, du musstest jeden doch mehrfach anpassen, weil es verschiedene Sachen waren. Und dann konnten die aber auch noch zu ihrer Fahrschule gehen. Und das wäre alles sonst gekippt an der Stelle wahrscheinlich. Also wir haben da schon viel, ich habe mir da so manche Nächte um die Ohren gehauen, damit der Rest halt eben ordentlich seine Sachen gekriegt hat, ne? Ja. War immer gesagt, so ohne die Mannschaft gerade sowas wie Gefreite und sowas bricht der Laden echt zusammen, wenn du nur noch die Berufssoldaten da hast. Biege nach links ab. Ja gut, dafür brauchte ich ja auch in der Regel nicht draußen mit im Feld rumtouren. Wir waren immer warm und trocken untergebracht, ne?
Weil man uns ja vom Rest der Leute weg, also ich hatte meistens mehr Hausmeistertätigkeiten, wenn wir so eine Übung hatten, weil ich dann mit da drum war, wie die ganzen Führungskräfte von A nach B kommen, aufgepasst, dass die ganzen Betten und die Zimmer richtig zugeteilt wurden und dass die ganzen Sachen bestuhlt waren, Essenspläne organisieren für die Küche, Vorräte, also was du alles so hast, ne? Diesen ganzen administrativen Scheiß im Hintergrund. Und dass die Jungs alle ein Zimmer haben und alle Betten haben, weil wir waren in so einer leeren Kaserne, da musste natürlich auch entsprechend erstmal alles möbliert werden. Du musstest natürlich auch planen, wo wie viele Betten hinkommen. Ja, richtig. Ah, und dann, wie gesagt, bei der einen Übung, da haben wir uns dann unseren LKW geschnappt, da hatten wir Biwak eine Woche. Die lagen alle in Zelten und wir waren hinten verschwunden auf der Ladefläche von unserem LKW, hatten uns vom Generator so ein Stromkabel abgezweigt, hatten da Beleuchtung drauf und haben 4 Tage auf dem LKW gepennt. Am 4. Tag haben sie das spitz bekommen, angeblich. Also eigentlich haben sie es vorher gemerkt, die wollten es nur nicht. Und dann haben sie uns noch gezwungen, für einen Tag zu den Mannschaften wirklich umzuziehen, da wo wir eigentlich hingehörten. Und die haben sich alle beschwert, weil wir als Erste ganz früh raus mussten, was wir da auf einmal machen. Oh, lasst uns bloß pennen, wir stehen noch nicht zwei oder drei Stunden früher auf wegen euch. Selbst schuld? Ja. Ja, die wollten, also es war ja schon... Aber es war schon irgendwie lustig alles, ne? Ich war langsam, dass du aufholen kannst, ne? Ja, ich muss ja erstmal meinen Anhänger finden. Ja, das müsste der hinterste sein, wenn das da auf derselben Stelle steht. Bei mir ist er der vorderste, also der am nächsten an dieser Wand steht. Okay. Dann, ne? Zwiebelt langsam. Auf geht's. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Das ist echt beeindruckend. Stoppstraße. Du fährst raus aus der Stoppstraße. Ach so, die nächste. Genau, schaffst den LKW fast gar nicht gerade hinzustellen und du hast die nächste Stoppstraße. Und da kommt schon wieder Verkehr. Ich muss wirklich anhalten. Aber dafür gibt es in Amerika gesonderte Regelungen. Wenn du die ganze Straße mit deinem LKW und deinem Hänger zumachst, geht das vor. Die anderen müssen sich einen anderen Weg suchen. Oh, gut, dass die... ja gut, aber ich komme ja noch nicht was drauf. Du musst ja erstmal den Vorfahrtverkehr durchlassen. So. Ja klar, natürlich. Aber wenn du dann drauf bist... Gut, dass ich das gemacht habe. Ich wäre sonst in die falsche Richtung abgebogen. Ich stand da so und guck die ganze Zeit den Verkehr, der von rechts kam, an. Und dann gucke ich auf das Navi. Oh, du musst ja links abbiegen. Biege nach links ab. Ah, da steht ein schöner Tricker auf dem Einhänger hier. Sind sowieso. Das glaube ich mal eben hier rauszufahren zu tanken. Ja, das habe ich ja vorhin schon gemacht. Was ist denn jetzt passiert? Alter, ich könnte die KI. Ne? Ich fahre um eine Kurve, kam eine KI von hinten, fährt unter meinen Hänger und was ist? Ich lieg auf der Seite. Nee, ne? Und ich bin nicht da. Ja, wieso? Ich bleib jetzt hier liegen. Ich zeig dir das. Das Problem ist, wenn ich mich zurückporte, ist die Fracht gleich weg. Ja, stimmt ja, da war was. Weil es ein World of Trucks Auftrag ist und kein normaler. Ja, mal abwarten. Ich bleib jetzt so lange liegen, du müsstest mich ja gleich dann sehen. Das ist aber schon lange nicht mehr passiert. Nein,
eigentlich gar nicht. Ich bin ganz normal um eine Kurve gefahren und ne, da kam ein Auto von hinten und hat mich einfach umgenietet. Hat da so mich nochmal geschoben. Atomsprengkraft. Das war nicht der Atomhai. Immer geradeaus. Ja, ich bin schon gespannt. Ich bleib jetzt absichtlich liegen, das musst du sehen. Ja gut, hier bei dem Ding da passiert ja auch nichts. Da kannst du ja stundenlang liegen bleiben, ohne dass also es einstürzt. Also du kannst noch durchfahren, aber die Gegenfahrbahn habe ich nicht gemacht. Weil ich wollte eigentlich hier zum Tanken, ne? Ja. Ah, ich sehe schon. Seh schon. Ah, ich liebe es, ey. Immer geradeaus. Ja, die Eins, was sonst? Die Eins, ja. Ach du Jemini, das sah übel aus. Oh, und die KI ist abgehauen, ne? Ich ja. Könnte kotzen. Fahrerflucht. Wenn es einmal läuft, Patrick, dann läuft es so richtig. Einigen wir uns darauf, dass du heute verloren hast. So viel Schaden hole ich nicht wieder auf. Bitte rechts halten. Das ist natürlich kacke. Jetzt ist natürlich meine Fracht weg. Jetzt fahre ich leer hinterher, ne? Ja, aber dafür kannst du ja jetzt heizen ohne Ende und ein paar schöne Bußgelder einkassieren. Ich muss erstmal jetzt grob das markieren, weil wir wollten ja nach Jackson. I'm in Jackson. Ich habe das mir mal markiert. Da gibt's auch so einen schönen Oldie. We are in Jackson. Na, 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 na. Ich komme nicht drauf. Ein Freightliner, alles klar. Aber, es sieht aus wie Wüste, aber es ist irgendwie grüner, ne? Ja. Prärie. Und interessante Rastplätze haben sie hier. Das ist komisch, das ist das erste Mal seit langem. Ich habe mich gewundert, warum kam ein LKW denn so komisch im Schleudern beim Bremsen. Ah. Kein Wunder, wenn ich von hinten geschoben werde. So wie meine Hinterräder gar keinen Halt mehr hatten, ne? Die waren so, wie sie in die Luft gedrückt worden sind. Ja. Aber was mir auffällt, in Wyoming haben sie viele interessante Türme. Und Ölpumpen haben sie hier überall. Das ist halt das große Land, ne? Naja. So, jetzt bin ich gerade mal am gucken, was der LKW kann. Das ist mir scheißegal, jetzt lohnt sich das ja aber Strafe zu kriegen, ne? Welchen, den du sonst auch fährst? Ja, den Peterbilt. Ich bin mal gespannt, was da bei ohne Hänger mit wie viel Geschwindigkeit der gerade fahren kann. Einfach mal ein bisschen zu gucken. 98 mph schafft er auf jeden Fall. Ja. Also das habe ich auch gerade im 18. Gang. Oha, dann kommst du ja angeflogen. Ja, ich bremse gleich wieder. Ne? Noch weitere Unfälle müssen nicht sein. Ja, aber mehr kriegt er nicht drauf. Ja, wenn du dann noch bergab rollst. Ja gut, mit bergab mitberechnet, dann bin ich vielleicht bei 113 oder so. Gehe ich mal von aus, so um den Dreh. Und wenn die Bremsen versagen, dann rollt er sowieso. Ja. Ah, da hinten bist du, okay. Boah, da kommt er wirklich schon angeflogen. Nee, ich hab da Tapp, ich musste raustappen, um zu sehen, wo du bist. Ich verstecke mich jetzt einfach irgendwo. Und dann rechts ja, ne, sobald ich gleich hinter dir bin, werde ich früh genug schon bremsen, dass ich Abstand halte. Vielleicht habe ich Glück und kriege in der Nachbarstadt irgendwie doch nochmal eine Fracht. Biege nach rechts ab. Ja. Ja,
sollte mich mal eben kurz gleich hier am Rand hinstellen, eben mal nach einer Fracht gucken. Oh, ich bin so drauf. Sag mal. Das hört sich nicht gut an. Nee, der LKW vor mir ist grundlos stehen geblieben. Der ist abgebogen und dann blieb er grundlos stehen nach dem Abbiegen. Und fängt ich, ja schon gut an. Und ich musste, seit ich bin dann quasi auf die Abbiegespur so leicht abgebogen. Aber deswegen habe ich auch gesehen, vor dem war nichts. Null. Ich habe eine Fracht. Okay. Ich war dann Pestis, Pestizide. Düngemittel. Also Nachbarstadt in Carter oder Kaspar, wie die heißt, fahre ich dann nach Jackson. Ja, entweder Düngemittel oder Schädlings, eigentlich mehr Schädlingsbekämpfung. Pestizide sind ja... Pestizide ist beides in eins. Ja, genau, so eine Mischung davon. Alter, das hat funktioniert? Alles klar. Was hat funktioniert? Ich habe gerade gesehen, dass die Ampel auf Rot springt. Was machte ich? Ich habe nicht die Ampel genutzt und bin einfach querfeld eingefahren durch die Kurve. Boah. Das hat funktioniert, ne? Darfst aber nicht Zucker erzählen. Ist die Hitbox nicht groß genug? Möchte ich, normalerweise wäre es ja dann stecken geblieben oder sowas. Die rechnen einfach nicht damit, dass die Leute so einen Käse machen. Ja, wie gesagt, das Einzige, wem wir das nicht erzählen dürfen, ist halt Zuckel, ne? So. Ich komme immer noch nicht drüber weg, dass ich da umgekippt bin. Finde ich gut, dass du deinen Vorsprung ausbaust. Die nächsten gehören dir. Naja, drei Stück habe ich ja noch gut, ne? Umkippen hast du auf jeden Fall ein gut. Umfälle, ja gut, sind ja eigentlich keine Umfälle, sag mal, Strafen. Sagen wir es da hast du auf jeden Fall zwei bis drei noch gut. Also, umkippen den einen. Genau. Aber die zwei davor gehörten auch dir, also von da aus. Weil wenn wir da als Tabelle führen müssten, hier Unfall, Geschwindigkeitsübertretung und Unfälle. Unfälle ist dann halt das Umkippen mit gemeint eigentlich. Ja. Damit umkippen tue ich führen. Das ist deine Domäne im Moment. Wobei Zuckel ja zwischendurch dran arbeitet, dir das streitig zu machen. Soll er meinetwegen machen, stört mich nicht. Alter. Ne, ich sag doch letztens so großspurig, ich werde nicht mehr umkippen. Ja. Ja gut, ich selber bin ja nicht umgekippt, sondern ich wurde ja nachgeholfen. Das ist das Gleiche. Ja, nee, aber sagen wir es mal so, ich habe ja auch schon zwei, dreimal so schöne Fahrten auf zwei Rädern gehabt, ne? Ja, warst du kurz davor, ne? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Oh, da unten ist ein Fragezeichen. Nimm die Ausfahrt rechts. Links halten und dann links abbiegen. Aber in den Bereichen fahren wir ja im Moment nicht. Biege nach links ab. Das war da oben, wo wir mit dem Trippelhänger die Dings haben. Da ist ja alles 60 oder so, aber du kannst ja nur mit 30... 35 da fahren. Und wenn du Zuckel verleiten willst, dann fährst du ein bisschen auf der italienischen oder französischen Insel, die Serpentin. Da ist es ja jedes Mal kritisch bei ihm. Da ist auch das letzte Mal umgekippt. Nicht wirklich. Doch, da warst du, glaube ich, doch sogar dabei. Da lag er doch. Oder war Andi war auch nicht fliegen sehen. Ja, gut, kann sein, vielleicht war ich ein bisschen im Vorgrund, aber... Aber du hast, glaube ich, mitbekommen, dass er sich dann eine neue Fracht suchen musste und wo er sich dann hinportet und Ja, richtig, richtig. Vor allem, ne, dann dieses Porten, ne, kann ich nicht verstehen. Bitte links halten.
Oder so das letzte Mal, er kann die Fracht nicht annehmen und so. Da hat er wahrscheinlich bestimmt noch im Hintergrund eine Fracht drin gehabt. Natürlich. Hat er irgendwas nicht abgegeben. Oder wieder abgebrochen, was noch zählte. Der nimmt das ja dann beim nächsten Start wieder auf, wenn es diese World of Tracks sind. Ja, richtig, richtig. Er hat sowieso so massive Probleme, wo ich mir denke, WTF. Immer geradeaus. Jetzt habe ich aber einen Langhänger, ne? Mhm. So einen bin ich auch noch nicht gefahren. Der hat hinten drei Achsen. Überlege ich gerade, was das hier an der Seite ist. Ist das eine Seilbahn? Möglich. Oder sowas in der Art. Oh, das ist irgendein Förderturm. Da läuft auch was. Das muss was mit dem Wasser zu tun haben. Möglich. Ja. Da lief nämlich ein Förderrad. Da ist so ein komischer Turm. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Alter, ey. Das durfte ich querfeld einfahren, weil in dem Moment, ich gucke, biegen kam kein Auto. Ab. Ich gehe in eine Innenansicht, schwupp, kommt ein Auto um die Ecke. Zum Kotzen. Hast es heute was, aber auch. Die ATS hat ja sowieso ein Update gehabt heute und nicht mal gerade so ein kleines. Die haben irgendwas gedreht. Also ich habe bis jetzt keine Probleme mit, außer, okay, fast keine Probleme. Der eine LKW, der gerade beim Abbiegen stehen geblieben ist. Ja, richtig. Ja, die haben definitiv was gerangedrückt. Andere Sachen sind gefixt worden und andere Sachen aber wiederum nicht. Ist jetzt nicht alles ist schlimm, aber das eine, das ist auf jeden Fall schlimm. Weil jetzt, ne? Ich brauche wohl ein bisschen Zeit, bis ich bei dir bin, aber mit den Hänger kann ich ja nur maximal sowieso nur 65 fahren. Ja. Ich glaube, an der Kreuzung, wo du ganz am Ende da. Ja, vor der 220 auf alle Fälle. Wenn du da bist, da ist, bevor es über den Fluss geht, sagen wir es mal so. Da ist, wie gesagt, da steht so ein komischer Turm und da läuft ein Förderrad. Keine Ahnung, was sie da machen. Öl. Ja, das sah nicht nach Öl aus. Ach, keine Ahnung. Die Fördertürme sind Öl. Ja, die mit der Wippe, wo die immer so laufen, klar, aber das war einfach nur so ein Turm und unten waren so zwei Rollräder. Ja, das ist auch Öl, das ist ein Bohrturm. Okay. Und zwar wird ja gebohrt, um nach Öl zu suchen und über diese Wippe wird das hochgefördert. Ja, es gibt so viele Dokus, die man sich angucken kann. Da lernt man so ein bisschen was. Mich hat die amerikanische Geschichte sowieso schon immer so ein bisschen interessiert, allein wegen die Indianer damals und Cowboys und so. Ich finde es auch gut, dass die Amerikaner gesagt haben, ne, Waffen gehören bei uns dazu und die Waffen haben einen Grund, warum sie die haben. Dann bleiben sie immer geradeaus. Dass sie sich vor der Regierung schützen können. Dafür sind die eigentlich da. Immer geradeaus. Naja. Hier kommen wieder ganz viele Schranken. Aber ich meine jetzt nicht die Verbrecher von Amerika, sondern eher so, ne, so wie Texas oder so, wo du das sowieso 24/7 da beitragen darfst. Ja, aber du siehst ja wegen den Schießereien und sowas, haben sie dann ja irgendwann eingeführt, dass du halt eben in der Stadt keine Waffen mehr tragen darfst oder dass du vor Betreten von Saloons und sowas die Waffen abgeben musstest, ne? Ja, richtig. In Texas ist es zum Beispiel immer noch so geregelt, du darfst deine Waffen tragen, komplett, aber
da traut sich keiner, die Waffe zu ziehen. Weil jeder hat eine. Jeder kann zurückschießen. Ja, aber man muss dazu sagen, Texas ist auch ein Staat da in Amerika, wo weniger Raubüberfälle und sowas gibt. So ja, seine Gründe, warum. Genau, so weit kenne ich mich da nicht aus. Bitte rechts halten. Genau, bitte rechts halten. In Texas gibt es ja auch die Regelung, ne, wenn einer dein Grundstück betrittet und der, wenn bei mehreren Malen ein Aufforderer nicht das Grundstück verlässt, kannst du ja auch einen Warnschuss abgeben und im Notfall den sogar, wenn er darauf nicht reagiert, den sogar erschießen. Ne? Das ist schon ziemlich krass, was in Amerika abgeht, aber die haben ihre Regelung und die laufen. Wenn man das so sieht. Die sind damit ja aufgewachsen. Ja, gut, es passiert ja auch viel zu viel. Das hieß ja alleine. Und dann rechts ja. Polizeigewalt, ja. Andererseits, du kannst ja Autokontrollen und also was fast nur zu zweit machen. Richtig. Weil du ja immer Angst haben musst, wenn du alleine wo bist, dass sie dich über den Haufen bübeln. Ja, und wenn das nicht passiert, wenn du alleine bist, kann das schnell dargestellt werden, ne, dass du als Polizist dran schuld bist und sonst was zusammen. Geht das nicht. Deswegen haben die ja Bodycams und so. Deswegen haben sie ihre Bodycams, genau, aber. Ja, aber ehrlich gesagt, ich habe schon diverse Videos gesehen, auch auf YouTube, wo die Bodycams verdeckt werden, absichtlich. Mhm. Wo ich mir denke, das dürfte der gar nicht. Klar, gut, außer er greift sich an das Funkgerät, ne, weil die Bodycam ist ja, glaube ich, irgendwo da, wo das Funkgerät ist. Da muss er ja, wenn er Bescheid geben, muss er dran gehen, ne? Ja, aber es ist schon teilweise lächerlich. Andererseits. Du kannst wieder beide sein. Polizeigewalt geht gar nicht. Andererseits, wenn du guckst, wie viele Polizisten im Dienst versterben, schwer verletzt werden und, das geht auch nicht. Nein. Ja? Ich kann das auch nicht verstehen, dass manche Polizisten auch korrupt sind und sonst was. Ich verstehe das überhaupt nicht. Warum? Ja, ein Polizist ist doch ein Freund und ein Helfer. Ja, das heißt, in dem Moment, also, ne, wenn du Probleme hast, hilft er dir. Ja, aber ist egal, halt, ob böse oder gut. Ja, das Problem ist, wenn du halt eben finanziell nicht über die Runden kommst und die Jobs sind ja teilweise wirklich schlecht bezahlt. In Amerika, ja. Ne, will ich mal, wie viele noch einen zweiten Job und so machen müssen? Das ist schon übel. Das ist schon auf jeden Fall sehr übel. Wie viel Mal musst du da noch? 225. 286. Hast du gerade gefurzt oder was war das? Nein. Alles gut. Ich hatte okay, da hat sich Anker so üht. Nee, ich hatte das Mikro gerade kurz zugeschoben, weil ich ein paar Erdnüsse habe. Schaden 4%. Und dadurch, dass ich die Erdnüsse jetzt gerade hier oben habe, bin ich natürlich an den Straßenrand gekommen. Ja, und genau okay. An der Stelle war eine Brücke oder sowas. Naja. Da habe ich ein bisschen was von meinen Reifen beschädigt. Fracht ist noch in Ordnung. Da muss man auch gleich den Kühlakku wieder im Dings packen. In die Gefriertruhe. Hat gestern Abend noch mal ein bisschen gekühlt gehabt. Ich habe in letzter Zeit aber Probleme mit dem Kiefer. Jetzt tun die Zähne gerade nicht weh, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt tut der Kiefer weh, ne? Da bekommst du aber auch keine Ruhe rein, ne? Nee, überhaupt nicht. Ich muss auf jeden Fall mal zum Zahnarzt und zum Kieferchirurgen hingehen, mal das nachgucken lassen. Irgendwas stimmt da nicht. Auch wenn ich da richtig Schiss vor habe, aber nachgucken lassen muss ich's. Wenn der Zahnarzt das nächste Mal mich fragt, warum sind sie beim letzten Termin nicht gekommen, ich bin Angstpatient. Ganz einfach. Bin ich auch. Ja, genau.
ihn beim LKW immer total geil, ne? Wenn er so richtig hart am Ziehen ist und der Motor so richtig zu tun hat, dieses harte Blubbern, ne? So blub, 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 blub. Das finde ich einfach geil. Mhm. Ich roll gerade nur. Ich bin jetzt auf der Wyoming 789, also auf der Route 287. Demnächst links abbiegen. Ja, da bin ich auch. Beziehungsweise jetzt ist gleich Ende hier. Geradeaus geht's einfach nur in die Prärie. Aber sieht interessant aus geradeaus. Closed when flashing. Aha, geschlossen, wenn die Lichter leuchten. Auch nicht schlecht. Nee, hier war ein Pferd auf der Weide. Traumhafte Landschaften gerade. Oh, eine riesige Baustelle. Mit einer roten Ampel. Cool. Zeit, um mich aufzuholen. Aua. Oh, hier hat einer eine Autopanne. Z-U-Uckel. Jetzt musste ich so steil hier beim Anfang. Jetzt muss ich erstmal den roten Knopf rausziehen, hier die Aufliegerbremse. Oh. Ich bin richtig schnell zurückgerollt sonst. Nächste Tanke muss ich tanken. Kann wohl noch 700 Meilen fahren, aber. Ach ja, da war was. Das Tanken ist ja ausgefallen. Richtig. Ach komm, jetzt war grün. Aber schöne grüne Wiesen vor allen Dingen, meine Helm. Ich finde neu berechnen. Ja, und jetzt will er, dass ich zurückfahre, weil ich musste, ich musste auf die Gegenfahrbahn und dann hat er gleich gesagt, ich soll andersrum fahren. Route neu berechnet. Ignorieren. Ja. Okay, lass uns eine neue Route finden. Jetzt hat er wieder vorwärts berechnet. Taktisch günstig, direkt nach der Baustelle geht's bergauf, da kommst du auch kaum vorwärts. Dann habe ich ja mit einer Achse mehr Chance, ne? Ja. Oh, da bist du aber ziemlich derbe gerade auf den Seitenstreifen gekommen, wa? Mit Absicht, da war so eine Bucht, die konnte man mitnehmen. Ich musste nur einmal mit zwei Rädern drauf. Das siehst du, auf der Straße ist dann so eine Ausbuchtung. Und da bin ich extra einmal den kleinen Stenker gefahren, um die mitzunehmen. Das war ja wirklich nur einmal auf den Seitenstreifen fahren. Hier hätte ich jetzt komplett rausgemusst. Das mache ich zum Beispiel nicht. Das ist Käse. Weil die Landschaft hier zunehmend grüner und freundlicher. Aber hier haben sie wieder diese ganzen... Nähe von Yellow. Ja, hier haben sie die ganzen Bewässerungsdinger wieder. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Oh, stopp. Mit einer Lampe drüber. Kommt wirklich ein LKW. Und der biegt ab, oder? Ah, ja. Diese Bucht hast du mitgenommen. Ja. Okay, ich hatte hier nämlich keine Baustelle mehr. Ah, hast du ein Glück.
Ja, ich muss auch mal wissen, Glück haben nach dem Unfall. Ja. Die Fracht gleich weg haben. Dann hat sich das halb erledigt, halb zwölf, ja. Bitte rechts halten. Und die haben wir schon, okay. Genau, morgen ja wieder ins Büro. Fragte mich mein Kollege, als ich um 12 von Hause ging, na, heim ins Reich, jo, immer noch Arbeitszeit abbauen, jo. Aber was denn sonst? War auch wieder der Versuch, ob ich Sonderaufgaben übernehmen, oder ich könnte ja noch da und da zugreifen. Er hat gesagt, du, ich habe noch eilige Vorgänge drin, die muss ich fertig machen. Aber es ist so der Versuch, immer mal gucken, was man noch draufpacken kann. Ich habe auch gesagt, wenn ich Luft habe, hole ich mir die Sachen schon zusätzlich. Werde ich dann auch morgen machen, aber es sind halt eben erstmal die blöden, komplizierten Sachen, die wir zusätzlich abarbeiten sollen. Ne? Immer geradeaus. Richtig, und die Dinger gehen da vor. Und das andere, das stapelt sich alles dann hinten. Die müssen warten. Es stapelt sich alles irgendwo. Ich bin ja froh, dass ich mit meinen ganzen Rückrufen und Tickets fertig bin. Ne? Ja. Aber ich weiß, wenn meine Kollegin dran ist, dann helfe ich eher bei den komplizierteren Sachen. Dann kriegst du hier und da wieder was drauf. Ne? Nächste Woche sind zwei Kollegen, die diese Woche noch Urlaub hatten, auch da. Dann werden auch die Unterschriften und Hilfen wieder ansteigen. Keine Ahnung, also nächste Woche komme ich wohl noch mit klar, irgendwie über die Woche. Übernächste Woche mit Bezirkspersonalrat keine Chance. Ja. Wenn ich 3 oder 3,5 Tage nicht da bin, dann kann ich nicht... Und wie gesagt, alles, was Montag reinkommt, liegt ja teilweise erst am Dienstag dann komplett vor. Und dann? Wie soll ich Tagesarbeit vor einem halben Tag wegkriegen? Immer geradeaus. Mit allen anderen Sachen, die sie draufballern. Also das wird nicht funktionieren, aber gut. Wir gucken mal. Ich weiß ja bis jetzt noch gar nicht, ob wir 2 Tage tagen, ob wir 3 Tage tagen, ob wir persönlich tagen, ob wir per Skype machen, ob wir persönlich und Skype gemischt machen, sind ja alles Sachen, ist noch nicht angesagt worden. Ich konnte ja noch nicht mal ein Hotel buchen, weil ich nicht weiß, ob 2 oder 3 Tage. Ja, das ist kacke. Ja, das ist auch kacke, weil du kriegst nachher wieder nur den Rest vom Schützenfest an. Wir dürfen ja auch nicht alles buchen. Es gibt ja so, wir haben ja so Vertragshotels oder Obergrenzen, die man, ja, nur ja. Dann wollen alle auf einmal und die besten Sachen sind dann ratzfatz weg. Richtig. Sogar ist ja so, dass der Vorstand bucht ja eigentlich, bevor wir informiert werden, hat der Vorstand ja schon die Kenntnis, dann haben die ihre Sachen schon. Ja, ich bin mal gespannt, aber irgendwann demnächst werden sie sich ja äußern müssen. Aber so wie es aussieht, reine Präsenzveranstaltung. Also anwesend, oder was? Ja klar, sitzen wir wieder mit über 30 Leuten in diesem großen Saal da. Und das womöglich 3 Tage. Ach du Scheiße. Ziemlich gefährlich. Ja, ich weiß auch nicht. Normalerweise hast du die Möglichkeit, das zumindest in Hybridform zu machen. Wir haben ja jetzt auch ewig die Sachen nur per Skype gemacht. Und wie gesagt, es sind nach wie vor nicht alle geimpft und so, ne? Ja, richtig. Deswegen, das, was sie jetzt da wieder machen, ist schon eigentlich verantwortungslos. Ja. Wir sollen doch froh sein, dass die Möglichkeit das ist, heutzutage auch über Skype zu machen.
tut da alles ein bisschen vereinfachen. Ja, also eine Bezirkspersonalratssitzung, die wird unwahrscheinlich kompliziert dadurch, weil du viele Sachen gar nicht vernünftig besprechen kannst. Also du darfst nicht vergessen, es gibt so ein es gibt in keinem Bundesländern hat der Bezirkspersonalrat, das sind dann so 7, 8, 9 Leute, da kannst du super eine Skype machen. Wir sind aber alleine 28 Personalratsmitglieder plus Schwerbehindertenvertretung plus Jugendvertretung plus Geschäftsführung und. Und dann bist du ja und dann bist du teilweise mit 35 Leuten, 40 Leuten, wenn alle da sind, gleichzeitig in Skype drin. Und das wird unwahrscheinlich schwierig, das koordiniert dann die Diskussion zu führen. Es ist ja nicht nur vor, einer trägt vor und die anderen lauschen. Es ist ja auch immer noch Diskussion. Ja, genau. Und dann hast du Wortmeldung dann im Chat stehen oder sowas und dann werden die, ne, also, unwahrscheinlich anstrengend. Und dann geht das über 3 Tage mit dieser Masse, also. Naja, klar. Weiß, Isabella hat das auch immer nur temporär gemacht. Die haben viel in Lern und zu Hause ohne Webcam sowieso und auch ohne diese Sprachchats und dann haben die nur so temporär einzelne Schulstunden mal gemacht. Wir machen das aber netto 7 Stunden, das heißt dann bis zu 9, 8, 9 Stunden diesen Skype-Besprechungen, 3 Tage lang, jeweils. Und dann machen sie ja keine Pausen zwischendurch. Also ich bin da platt. Ja. Discord hat ja auch die Funktion hinzugefügt für Schulen und so, ne? Mhm. Finde ich schon echt krass. Aber da schwört ja jeder auf sein eigenes System, ne? Am Kreisverkehr erste Ausfahrt. Ja, richtig, was die meisten Schulen machen ja mit iSurf, das ist ja extra eine Software dafür. Und dann waren die Server völlig überlastet. Immer gerade. Ja klar, natürlich, weil es nicht auf so eine Masse ausgelegt ist. Genau. Weil dann kamen jetzt die Schulen, haben sich dann da reingekauft, weil die, ne, auf notdürftig jetzt was brauchten. Tja, nur es gibt so viele Programme, wo das möglich ist. Ja, es hat auch immer was mit Datenschutz und Vorgaben zu tun. Die meisten Server stehen da sowieso in, sind amerikanische Firmen. Und auch wenn sie hier Server in Deutschland stehen haben. Ja, aber es hat was mit der Datennutzung und es sind Minderjährige und so zu tun. Da musst du halt eben genau gucken. Das ist eher das Problem und da passen so manche, passen halt eben von den Datenschutzklamotten nicht und was die an Daten abgreifen, was du preisgeben musst, ne? Die Amis, sag ich mal so, auch wenn sie hier Server haben oder egal ob das Polen oder Russen sind, die greifen die Daten trotzdem ab. Der Datenschutz von uns ist dort denen schon wie so scheiße. Ja, das, aber du musst das Tor so klein wie möglich halten. Was jetzt zum Beispiel rausgekommen ist, ganz witzig, nicht nur für Tablets oder so, auch für PCs und so, da muss man ziemlich aufpassen. Es gibt jetzt Möglichkeiten, wo Hacker USB-Kabel verkaufen, etc. Ja, und sonst was. Hattest du mir gestern erzählt. Virus mit reinkommen und ja. So, also sprich Keylogger und sowas. Mhm. Ich habe das gelesen und habe gesagt, das da werde ich doch nicht mehr. Kann doch jetzt nicht wahr sein. Du, eine Arbeitskollegin von mir hat Geld an der Sparkasse abgehoben, also direkt an der Filiale. Ja. Da war so ein Außenautomat, gehört auch offiziell der Sparkasse. Immer geradeaus. Und den haben die manipuliert und die haben ihr das Konto leergeräumt. Und wie gesagt, wenn du noch nicht mal mehr an der Bank sauber abheben kannst und da schon geklaute Automaten so quasi stehen an der Bank selber. Links halten. Ja, richtig. Was willst du denn da noch machen? Links halten. Ja, das ist halt gefährlich. Also ich bin zum Beispiel immer, bevor ich Geld hole oder so, ich überprüfe erstmal und gucke nach, na, ist da irgendwo was reingeklebt? Ist das richtig oder nicht? Wenn ich das schon merke und alleine auch an der Bank direkt, dann sage ich an der Bank direkt Bescheid, mir ist was aufgefallen. Und im schlimmsten Fall tut die Bank dann, geht sie selbst hin und reißt das einfach so raus. Ja, sind so einige dreiste Leute. Und da haben auch welche so einen Geschäftsraum angemietet. Oh. Haben da aber gar nichts drin gemacht, haben angeblich nur renoviert. Und dann war an der Außenfassade ein Geldautomat. Ja, der war aber gar nicht von der Bank. Den haben die irgendwo geklaut, haben den da hingestellt, irgendwas an der Software manipuliert. Der hat auch ganz normal dein Geld ausgezahlt. Aber im Hintergrund haben die dann deine Karten kopiert und die haben ja alles gehabt. Den Magnetstreifen, den PIN, ja, den Chip, deine Geheimzahl, die du eingetippt hast. Dann haben sie das Geld ausgezahlt und anschließend haben sie dein Konto leer geräumt.
Und das ist schon dreist. Das ist wirklich kackendreist. Demnächst rechts abbiegen. Na, die versuchen es halt, ne? Und das ist auch immer schlimmer geworden, seitdem wir immer mehr Leute hier bei uns in Land auch reingelassen haben, ne? Da ist es sogar noch massiver geworden, sagen wir es mal so. Ja. Und jetzt gibt es auch ein paar deutsche Schafe dazwischen, die Scheiße bauen bei uns. Oh, ich hasse die voll. Demnächst links ab. Gerade auch. Ich fuhr auf meiner Spur nach vorne. Der eine LKW, ne, weil da schon Stau angefangen ist auf der rechten Seite, fang an dann links so rüber zu ziehen und hat ist mir fast in mich reingekommen. Ich bin dann, ne, wo ich dann boah, gesagt habe, bin ich auf die gelbe Spur ausgewichen. Ging ja nicht anders. Also diese Range hier oder was das sein soll, die ist auch interessant aufgebaut. Endlich, wir sind da. Vor allen Dingen haben die ihre... Boah, was für ein gigantisches Betriebsanwesen hier. Die haben ihre eigene Tankstelle neben dem Betrieb. Ich muss mit meiner Dings auch dahin fahren. Oh, das finde ich cool. Du hast deine Frau schon abgegeben. Hat ja mein Handy gerade gesagt. Genau. Oh, ein Tank- oder Lebensmittellaster. Nee, Chemie. Ah, er stimmt, fürs Pestizide, hat es ja gesagt. Aber wenigstens auf demselben Grundstück, das ist schon mal geil. Habe ich Glück gehabt. Das passt doch. Ja, jetzt mal eben kurz das Grundstück ein bisschen kurz angeguckt. Ich stelle mich nämlich jetzt auch neben dir hin. Also das ist schon ziemlich gut gemacht. Oh, 1,19% Erfahrung.